Hallo liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Lesevlog. Heute ist der 23. April, also heute ist der Welttag des Buches. Von dem her, Happy World Book Day euch allen. Ich hoffe, ihr habt heute was Schönes gelesen. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich hatte nicht vor, heute einen Lesevlog zu drehen. Und schon gar nicht zu dem Buch, um das es heute gehen wird. Denn ich habe dieses Buch eigentlich schon fast abgeschrieben. Ja, das Buch, um das es geht, ist dieses hier, und zwar ist es das Königreich der Lügen von Nick Martell. Das ist das erste Buch von Nick Martell, das erschienen ist, und zwar ist es auch der erste Teil einer Trilogie. Und ja, warum ich das Buch schon fast abgeschrieben habe und warum wir jetzt heute trotzdem hier sitzen, erkläre ich euch ganz kurz. Und zwar ist der erste Teil hier im Januar erschienen, also noch gar nicht so lange her. Und ich war schon vor dem Erscheinen super, super gespannt auf dieses Buch, weil ich immer gerne Newcomer im High-Fantasy-Genre so im Auge habe, weil ich das super spannend finde. Und ich habe das Buch dann glücklicherweise auch über meine Buchhandlung als Leseexemplar beziehen können. Ja, deswegen war ich so ready, in dieses Buch einzusteigen. Allerdings, ja, kam dann die Veröffentlichung und es kamen reihenweise eher negative bis sehr negative Rezensionen auf Social Media online. Und das hat mir halt super die Lust auf dieses Buch genommen. Also wirklich total. Das Buch ist jetzt monatelang bei mir rumgelegen und ich dachte mir immer, ich will es nicht lesen, wenn das alle so blöd finden. Aber heute Morgen hatte ich, keine Ahnung, irgendwie so eine Eingebung und ich dachte mir, heute will ich dieses Buch lesen. Und ja, habe ich auch getan. Ich habe das Buch zur Hand genommen. Ich bin jetzt auf Seite 97 und an diesem Punkt dachte ich mir, ich muss jetzt die Kamera anmachen, ich muss das mit euch teilen, weil ich glaube, ich habe Redebedarf. Und um was es in diesem Buch geht, hier geht es um Gauner. Fantasy, zumindest wird es so betitelt. Und zwar geht es hier um einen jungen Mann, der dem Mord an einem König, also an seinem König, bezichtigt wird, so wie es vor 10 Jahren auch schon sein Vater wurde, denn er soll den damaligen Prinzen getötet haben. Ja, genau. Und ich lese euch vielleicht einfach mal kurz den Rücken vor. Und zwar lautet die Überschrift: Er wollte den Namen seiner Familie reinwaschen. Nun wird er selbst des Verrats bezichtigt. Und der Text auf dem Rücken, der geht so: Willkommen in Kessel, einem Königreich, in dem an jeder Ecke Lügen und Intrigen warten. Hier hält sich Michael Königmann mit Trickbetrügereien über Wasser. Einst gehörten die Königmanns zum angesehenen Adel, doch vor 10 Jahren wurde Michaels Vater als Prinzenmörder hingerichtet und die gesamte Familie als Verräter gebrandmarkt. Als sich eine Möglichkeit bietet, wieder Zugang zum Königshof zu bekommen, ergreift Michael die Chance. Er will den Namen seiner Familie reinwaschen. Doch die Wahrheit über die damaligen Ereignisse hat die Macht, ganz Kessel zu verändern. Zumindest wenn Michael lange genug überlebt, um sie aufzudecken. Was sagt ihr? Klingt das interessant oder nicht? Ich fand, es klang super interessant. Und die Geschichte beginnt auch tatsächlich sehr, sehr spannend. Denn der Prolog folgt Michael an, ja, dem Tag des Urteils. Also wir steigen in die Geschichte ein, während Michael im Gerichtssaal sitzt und des Königsmords bezichtigt und auch verurteilt wird. Also wir wissen schon, wo uns die Geschichte hinführen wird, aber wir wissen nicht wie. Und ich mag solche Geschichten unglaublich gerne, wo wir im Prolog eigentlich schon am Ende der Geschichte stehen oder an einem sehr wichtigen Punkt in der Geschichte und wir, ja, begeben uns dann mit dem Buch auf die Reise zu diesem Punkt und erfahren, wie es dazu kam. Was ich an diesem Buch jetzt hier auch sehr cool fand, wir, ja, haben den Prolog, in dem Michael eigentlich schon mit seinem Leben abgeschlossen hat, weil er weiß, dass er verurteilt werden wird und er weiß, dass er auch getötet wird. Das Urteil fällt dann so, wie er es erwartet und damit, ja, beginnen wir dann mit dem ersten Kapitel, das lange vor diesem Tag dann halt spielt. Und ich fand es so interessant, wie das erste Kapitel begonnen hat. Und zwar nimmt uns eigentlich Michael mit auf die Reise und will uns so eine Art direkt erzählen, wie es zu diesem Punkt, zu der Verurteilung kam. Und ich lese euch jetzt hier ganz, ganz kurz ein paar Sätze vor, weil ich das einfach so spannend fand. Also wir hatten hier den Prolog. Michael wurde verurteilt, jetzt gibt's einen Cut, zurück in die Vergangenheit. Und das erste Kapitel, das beginnt einfach so. Ich werde diese Geschichte so erzählen, wie ich sie erlebt habe. Du kannst dich glücklich schätzen, sie aus erster Hand von einem Königmann zu hören. Eine Erzählung wie diese hat es noch nie gegeben.
Und im Gegenzug für diese fesselndste Geschichte aller Zeiten bitte ich dich nur um einen kleinen Gefallen, dass du mich lange genug überleben lässt, damit ich sie dir zu Ende erzählen kann. Also ich fand das ein wahnsinnig guter Start in eine Geschichte und mir war Michael eigentlich von da an auch schon sympathisch. Und von diesen ersten Sätzen an nimmt er uns dann mit. Ja, und erzählt uns, wie das da zu dem Punkt kam, an dem er da im Prolog gelandet ist. Das Ganze ist natürlich ein bisschen umschweifender, denn ich habe jetzt an dieser Stelle das Gefühl, dass was er uns erzählt, das hat doch irgendwie gar nichts damit zu tun. Aber das ist ja so das Ding an Fantasy-Büchern, dass sie uns oft auf eine sehr lange Reise mitnehmen, an der wir irgendwie vergessen haben, was am Anfang mal passiert ist, sich aber am Schluss trotzdem zu einem einheitlichen Bild verweben wird. Und ich bin sehr gespannt, wie das Buch weitergehen wird, denn ich finde Michael auf jeden Fall ein sehr spannender Charakter, ein sehr interessanter Charakter und seine Geschichte nimmt mich irgendwie einfach mit, weil wir haben hier seinen Vater, der vor 10 Jahren ermordet wurde und er hat eigentlich fast gar keine Erinnerungen mehr an seinen Vater. Er weiß einfach, dass seine Familie ja damals früher die quasi einflussreichste Familie war, die auch dazu beigetragen haben, die Stadt überhaupt aufzubauen, die Leute in Sicherheit zu bringen und dass eigentlich die ganze Stadt ihre ganze Macht nur durch Michaels Ahnen erhalten konnte. Und ich bin sehr gespannt, mehr davon zu erfahren, weil die Familie, die hat halt jetzt überhaupt keinen guten Ruf mehr, aber scheint in der Erbauung der Stadt eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt zu haben und ich will herausfinden, warum und wie und ihr versteht, oder? Und wir haben hier auf den ersten paar Seiten auch schon ein paar Freunde von Michael kennengelernt. Ich mag die Freunde auch sehr gerne, die Interaktionen untereinander. Also Michael, er hat noch eine Mutter, die leider geistig sehr, sehr verwirrt und nicht mehr wirklich normal ist. Und er hat auch noch eine Schwester und einen Bruder. Er hat allerdings zu keinem von ihnen einen wirklich guten Draht. Aber er hat ganz viele tolle Freunde, die er eigentlich als seine Brüder bezeichnet. Und er sagt auch, dass sie fast mehr Familie sind als seine eigentliche Familie. Und ich bin auch sehr gespannt, wie es dann mit seinen Freunden weitergeht. Und auch einfach Michaels Charakter finde ich sehr, sehr toll. Ich habe da auch irgendwo ein Tab an eine Stelle reingemacht, die ich euch auch kurz vorlesen möchte, dass ihr auch schon ein bisschen wisst, wie Michael so tickt. Und zwar hat er nicht eine sehr hohe Meinung von sich selbst. Ich allerdings finde, dass der junge Mann sehr viel Potenzial hat und auf jeden Fall sehr viel Gutes auch tut. Und zwar haben wir hier eine Stelle, an der etwas Blödes passiert ist, bei dem sehr viele Menschen ums Leben kamen. Mehr sage ich euch nicht. Ich halte den Vlog hier spoilerfrei. Aber ihr müsst gar nicht verstehen, wie die ganze Situation funktioniert hat. Auf jeden Fall wurde Michael von seinen Freunden getrennt und ist jetzt auf der Suche nach ihnen zwischen all den Toten, durch die er halt durchgehen muss. Und diese Stelle fand ich auch sehr, sehr schön, weil sie seinen Charakter ganz gut beschreibt. Immer wieder traf ich auf Leute, die im Sterben lagen und blieb bei ihnen, bis der Tod sie ereilte. Die meisten waren so weggetreten, dass ich nur noch ihre Hand nehmen und mir ihre letzten Worte anhören konnte. Ich achtete darauf, sie in einer möglichst respektvollen Position zurückzulassen. Aus reinem Egoismus war ich jedes Mal erleichtert, wenn ich merkte, dass ich weder Siraj noch RJ noch Jamal vor mir hatte und gleichzeitig war ich wie betäubt vor Trauer, weil ich diesen Menschen nicht besser helfen konnte. Ich kam mir wie ein Heuchler vor. Er kommt sich so schlecht vor, er kommt sich vor wie ein Heuchler, obwohl er für keinen der Tode verantwortlich ist und auch noch bei jeder sterbenden Person bleibt und sie eigentlich aus dem Leben begleitet und einfach für sie da ist, wenn niemand anderes das kann. Also das finde ich unglaublich stark und einfach diese paar Sätze, ich finde, die haben so einen Eindruck auf mich gemacht. Und solche Stellen hat es jetzt schon ein paar gegeben in diesem Buch. Ja, und ich höre jetzt mal auf zu labern, das war das längste Intro der Welt. Aber wie gesagt, Seite 97, ich habe noch ein ganzes Stück Buch vor mir. Und wenn ich da ein bisschen mehr Einsicht euch geben kann, dann melde ich mich wieder. Aber ich kann glücklicherweise sagen, bis jetzt bin ich begeistert. Und ja,
Das war es jetzt mal erst für den Moment. Ich melde mich dann später wieder und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Update zu Das Königreich der Lügen. Den ersten Teil vom Video, den habe ich am Sonntag gedreht und heute ist Dienstag. Tut mir echt leid, mein Hirn ist ein bisschen zerknautscht. Ich komme gerade von der Arbeit und ich bin super müde. Aber ich wollte euch noch ein Leser-Update zum Königreich der Lügen geben, bevor ich dann irgendwann plötzlich fertig bin. Denn im Moment bin ich auf Seite 364, das ist so ein bisschen mehr als die Hälfte. Ich muss mich sehr zurückhalten, jetzt nicht stundenlang über das Buch zu reden, weil ich möchte gerne super viel drüber erzählen und euch daran teilhaben lassen. Kann ich natürlich nicht, weil sonst würde ich euch total spoilern. Aber eigentlich so das Hauptupdate. Mir gefällt das Buch super, super gut bis jetzt. Also wir haben natürlich in den vergangenen paar hundert Seiten Mikael noch mal sehr viel besser kennengelernt, auch seine Familie noch besser kennengelernt und auch die aktuelle Königsfamilie bzw. die aktuellen Thronanwärter kennengelernt. Und das Ganze bleibt spannend, denn es geht ja hauptsächlich darum, dass Mikael eine Chance bekommen wird, den Namen seiner Familie reinzuwaschen. Allerdings diese Chance, also wir sind jetzt schon über der Hälfte vom Buch, diese Chance, was das genau ist, wissen wir zwar, aber wir haben immer noch keine Ahnung, wie der Mikael da hinkommen wird. Also wir haben gar nicht so einen roten Faden, der so gerade durch die Geschichte durchläuft. Das Ganze ist so ein bisschen verworren. Es kommen immer wieder mal so kleine Sidequests hinzu. Es werden Mikael immer wieder Steine in den Weg gelegt, die er da halt auch noch umgehen oder über die er auch noch drüber steigen muss. Also wir haben hier wirklich eine etwas umfangreichere Geschichte. Und an diesem Punkt, wo ich jetzt bin, kann ich mir auch langsam denken, warum das Buch nicht bei allen so gut angekommen ist, weil es zieht sich so ein bisschen. Man weiß schon vom Klappentext her, dass Mikael die Chance ergreifen wird, den Namen seiner Familie reinzuwaschen oder dass er das versuchen wird, aber man weiß auch jetzt über der Hälfte vom Buch noch nicht, wie das gehen soll oder es ist wie so noch nicht zur Sache gekommen, die Geschichte. Mich persönlich stört das überhaupt nicht, weil ich solche Geschichten mag, in denen man einfach einen Charakter ganz lange begleitet und so den Charakter auch sehr gut kennenlernen kann. Also mir gefällt das super gut, weil wir lernen auch sehr viel über die Geschichte dieses Königreichs, über die Geschichte der Stadt, über die Geschichte der Königsfamilie und immer so kleine Einzelheiten wie Mikaels Vater gewesen sein muss, wird auch so ein bisschen eingesprenkelt. Also ich finde es auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte und ich finde auch Mikael einfach ein fantastischer Protagonist. Also ich glaube, sein Alter wurde, glaube ich, gar nicht explizit gesagt, aber ich glaube, er muss so 18, 19 sein, habe ich das Gefühl. Und er ist einfach ein junger Mann,
der eigentlich tagtäglich ums Überleben kämpfen muss, weil seine Familie ja als Verräter gebrandmarkt wurden. Und er ist aus diesem Grund super schlau, super listig, ohne hinterlistig zu sein. Also ich meine das gar nicht negativ, aber er weiß genau, wann er was sagen muss und wann er was nicht sagen darf, damit er sich halt nicht in blöde Situationen reinreitet. Also er ist ein super Schlauer und er ist auch ein super Netter, finde ich, weil alles, was er tut, tut er eigentlich, um seine Familie zu beschützen und um halt noch so den kleinen Restfunken Hoffnung aufrecht zu erhalten, dass halt sein Vater im Endeffekt doch unschuldig war und das Ganze, also dass sein Vater ja den Prinzen getötet hat, eine riesige Verschwörung war. Also ja, ich finde Mikael ein ganz, ganz toller Typ. Ich begleite ihn unglaublich gerne durch seine Tage hindurch auf dem Versuch, Blödsinn aus dem Weg zu gehen. Also ja, ich finde es fantastisch. Ich werde euch bestimmt in den nächsten Tagen nochmal ein Update geben oder wenn ich es dann fertig gelesen habe, nochmal ein finales Fazit. Bis jetzt aber bin ich wirklich sehr positiv überrascht. Auch wenn es ein Buch ist, das so ein bisschen seine Zeit braucht. Nicht, weil es langatmig geschrieben ist, sondern weil sehr viel halt drin passiert. Ich finde es toll und ich melde mich dann irgendwann in den kommenden Tagen nochmal und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Hey Freunde, ganz kurze Zwischensequenz. Ich dachte mir nämlich, dass ich euch heute wieder mal in die Buchhandlung mitnehme, wo ich arbeite. Denn ich habe letzte Woche schon ein paar Szenen in der Buchhandlung gefilmt, weil ich da eigentlich einen Vlog beginnen wollte, was ich dann nicht getan habe. Deswegen packe ich jetzt die kurzen Szenen aus der Buchhandlung von letzter Woche noch in diesen Vlog rein und zeige euch heute vielleicht noch mal ein paar andere Dinge, denn in den letzten 2-3 Tagen sind ganz tolle Neuerscheinungen gekommen und die zeige ich euch einfach mal und nehme euch da ein bisschen mit zur Arbeit. Allerdings werden die Szenen dann von heute Abend sein, weil ich halt erst filmen kann, wenn es schon spät ist, wenn ich Abendschicht habe und nicht mehr viele Kunden und Kundinnen da sind. Deswegen sehen wir uns in 2 Sekunden wieder. Für mich wird es heute Abend sein und dann zeige ich euch wieder mal ein bisschen von der Buchhandlung. Ja, viel Spaß, bis dann! Hallo Freunde, willkommen in der Buchhandlung. Entschuldigt den komischen Winkel, ich habe hier natürlich kein Stativ dabei. Und ich hatte heute den ganzen Tag irgendwas im Kopf, was ich euch noch erzählen wollte, wenn wir dann hier in der Buchhandlung sind. Jetzt habe ich es natürlich vergessen. Deswegen, ja, jetzt kommen hier einfach so ein paar Szenen von Büchern, die ich mag oder neue Bücher. Keine Ahnung, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Bis später. Thank you.
Ich habe eben das Königreich der Lügen beendet. Und ich fühle mich eigentlich noch gar nicht ready, darüber zu sprechen. Ich habe geweint. Mehr als einmal gegen Ende hin. Es war fantastisch. Ich bin so, so, so froh, dass ich dieses Buch trotz meiner anfänglichen Skepsis gelesen habe. Denn das Buch ist absolut fantastisch. Absolut fantastisch. Und bevor ich euch jetzt gleich noch mehr über die Story an sich erzähle, mir ist noch aufgefallen, dass ich euch gar nichts über das Magiesystem in diesem Buch erzählt habe. Denn wir haben hier ja ein High-Fantasy-Buch und in diesem gibt es auch Magie. Und ich möchte euch gerne ein bisschen kurz was darüber erzählen, denn für viele ist Magie in Fantasy-Büchern immer sehr wichtig und vor allem auch, wie die aufgebaut ist. Und in diesem Buch ist das Ganze so aufgebaut, dass wir eigentlich sehr viele Personen haben, die Magie beherrschen. An einer Stelle stand mal, es sind etwas weniger als ein Viertel der Menschen, die in Kessel leben, die Magie beherrschen. Was an sich eigentlich immer noch ziemlich viel ist. Also es ist nicht so eine Seltenheit. Und die Form der Magie, die die Menschen beherrschen, ist bei jeder Person ein bisschen unterschiedlich. Und zwar nennt sich die Art von Magie Fabrikation. Also die Menschen, die die Fabrikationen fabrizieren können, die nennen sich Fabrikatoren. Und jeder hat ein bisschen eine unterschiedliche Eigenschaft. Also es gibt Leute, die Licht fabrizieren können. Es gibt solche, die Dunkelheit heraufbeschwören können. Es gibt solche, die Metall fabrizieren können, was ihnen natürlich im Kampf sehr hilft, denn sie können sich eigentlich in Metall verwandeln sozusagen. Also es gibt ganz viele verschiedene Arten von Magie, die recht viele Personen beherrschen. Und ja, Mikael ist auch ein solcher, der eigentlich ein Fabrikator ist. Allerdings weiß er nicht, wie das funktioniert. Er weiß nicht, wie er die Magie beherrschen kann, was eigentlich heißt, dass er in dem Sinn auch keine Magie ausüben kann. Ja, das wollte ich einfach auch noch ganz kurz sagen. Und ich hoffe sehr, dass wir im nächsten Band noch ein bisschen mehr von Mikaels Fabrikation kennenlernen können, weil er beherrscht das Ganze eigentlich gar nicht. Deswegen hoffe ich, dass in den folgenden Bänden dann noch ein bisschen was dazukommen wird. Aber ja, dieses Buch. Ich finde nach wie vor, dass Mikael ein ganz fantastischer Protagonist ist. Und ich habe mir gestern während der Arbeit nochmal ein paar Rezensionen zu diesem Buch durchgelesen. Und ich habe da wirklich ein paar gefunden, die sind so 2 Sterne, 3 Sterne. Und alle meinten eigentlich, so die Kernaussagen von all diesen Rezensionen war, dass sie Mikael super oberflächlich fanden, dass sie keine Bindung zu ihm aufbauen konnten und dass sie die Geschichte einfach super verwirrend fanden. Und ich persönlich muss dem halt wirklich widersprechen, weil ich finde, Mikael hat sehr viel Tiefgang. Er ist 18 Jahre alt, das hat sich jetzt übrigens bestätigt in der Zwischenzeit, es wurde erwähnt, dass er 18 ist. Und für sein Alter finde ich ihn eine unglaublich starke Persönlichkeit, weil er so viel auf sich nimmt, seine Familie und seine Freunde zu beschützen und manchmal zwar für sich selber kämpft, dann aber auch in Situationen kommt, in denen er seine eigenen Bedürfnisse völlig hinten anstellt und zuerst andere Leben zu retten versucht. Also ich finde, er hat sehr viel Tiefgang, auch wenn er nicht unbedingt so all seine Emotionen hinaus posaunt. Also ich finde, da kann man auch sehr, sehr viel zwischen den Zeilen herauslesen, was so seinen Charakter betrifft. Also ich finde, er hat sehr viel Tiefgang. Ich mag ihn unglaublich. Er ist mir super ans Herz gewachsen und einfach, was er in dieser Geschichte durchmachen musste, was er alles erleben musste, was er alles auf sich nehmen und opfern musste, das hat mich super berührt. Das hat mich super mitgenommen und ich finde das einfach eine fantastische Idee, die wirklich sehr, sehr tiefgründig, sehr vernetzt konstruiert ist. Also wir haben hier überhaupt keine oberflächliche Fantasy-Geschichte. Also wenn ihr Fantasy-Bücher mögt, wo wir mit sehr viel Intrigen zu tun haben, sehr viele Menschen, die irgendwann im Verlauf der Geschichte des Königreichs mal irgendwo irgendwelche Fäden gezogen haben und das Nachwirkungen noch bis heute hat und wir das Ganze jetzt ab zum heutigen Tag so aufzudecken versuchen, wenn ihr das mögt, dann ist das Buch was für euch. Mein Fazit:
Ich liebe das Buch. Ich glaube, ist es ein 5-Sterne-Buch oder ist es so ein 4,5-Sterne-Buch? Ich weiß es noch nicht genau, aber es ist sowas um den Dreh rum. So volle Punktzahl, knapp volle Punktzahl. Also fantastisches Buch. Ich werde mir auf jeden Fall in den kommenden Tagen den zweiten Band schnappen, sobald ich das nächste Buch fertig gelesen habe, was jetzt auf mich wartet, denn das nächste Buch ist Babel, das kann nicht warten, das muss ich sofort lesen. Ja, fantastische Geschichte, wirklich tiefgehend, sehr, sehr raffiniert konstruiert. Und auch wenn wir hier nicht die Art von Fantasy haben, in der sehr viele Kriege, sehr viele Schlachten, sehr viele epische Szenen voller heldenhafter Taten haben, ist es trotzdem ein ganz, ganz, ganz fantastisches Buch. Wir hören in dieser Geschichte oft über Kriege, aber dass sich so wirklich Heere oder Armeen bekämpfen, das ist von dieser Geschichte kein Teil. Da haben wir eher 2, 3, 4 Menschen, die sich gegenseitig die Waffe auf den Kopf hauen, so in dem Stil. Aber ja, trotzdem, also das heißt da trotzdem, Schlachten und Kriege müssen ja nicht zwingend Teil von Fantasy-Büchern sein. Merkt ihr, dass ich super verwirrt bin? Ich glaube, ich muss mich jetzt einfach hinlegen, schlafen und dieses Buch erstmal verdauen. Ja, auf jeden Fall, fantastisches Buch. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr ein bisschen Durchhaltevermögen an den Tag legt. Das Buch hat doch 630 Seiten. Nicht unglaublich viel, aber trotzdem auf jeden Fall ein Buch, ja, bei dem man sich ein bisschen Zeit lassen muss, mit dem man sich ein bisschen beschäftigen muss. Ich finde es fantastisch. Ja. Ja, Freunde. Das war's für den heutigen Lesevlog. Ich hoffe, das Buch hat euch gefallen. Wenn ihr das Königreich der Lügen schon gelesen habt, lasst mir sehr gerne eure Meinung da. Und lasst mich doch gerne wissen, ob ich euch neugierig gemacht habe, ob ihr euch dieses Buch vielleicht auch nochmal genauer anschauen möchtet. Und ja, falls ihr es lesen möchtet, wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen werden. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns bald. Tschüss!